Willkommen zu diesem neuen YouTube-Video und ich freue mich so unglaublich, denn heute habe ich ein Tauschpaket-Video für euch. Ich habe mit Jenny vom Blindly Follow Horses ein Tauschpaket gemacht, quasi passend jetzt zu Ostern. Und ich freue mich so mega und ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich habe das Tauschpaket hier schon liegen. Und zwar haben wir zu dem Thema Favoriten ein Tauschpaket für den jeweils anderen zusammengestellt. Also wenn ihr sehen wollt, was ich Jenny geschickt habe, müsst ihr natürlich auf ihrem Kanal vorbeischauen. Und ich bin jetzt schon super aufgeregt, was in diesem coolen Paket drin ist. Jennys Video verlinke ich euch übrigens hier oben bei dem i und unten in der Infobox, damit ihr das auch findet. Denn ich habe ihr auch richtig, richtig coole Sachen geschickt, quasi meine Favoriten. Und jetzt bin ich aber total aufgeregt, was in ihrem Paket drin ist. Hier ist das Riesentauschpaket. Es ist wirklich riesig. Sie hat zu mir gesagt, es wäre total klein. Und ja, also klein ist es definitiv nicht. Und guckt mal bitte, hier, sie hat sogar ein IA drauf gemalt für mein Pferd. Der heißt ja mit Spitznamen IA. Und es sind so viele neue auf meinem Kanal. Und alle fragen immer, ob das sein echter Name ist und ob der Große auch wirklich der Große heißt. Dazu wird es dann demnächst mal ein 20-Fakten-Video oder sowas geben über die Pferde. Nur schon mal vorab. Und jetzt packen wir aber das Tauschpaket zusammen aus, denn ich freue mich so unglaublich. Es ist halt wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag und alles an einem Tag, weil man weiß ja gar nicht, was in diesem wundervollen Paket so drin ist. So, ich habe das Paket jetzt schon mal aufgemacht und der Anblick ist schon mal mega cool. Hier ist auf jeden Fall ganz viel Füllmaterial drin und ich sehe auch schon einen Brief, den werden wir jetzt natürlich zuallererst lesen. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem Brief an. Hashtag Alltime Favorites und genau so ist es. Ich bin echt wirklich so gespannt, weil sie meinte, es wären wirklich alles ihre krassesten Favoriten. Und ja, ich bin mal gespannt, weil jeder hat ja auch irgendwie andere Favoriten und ich habe hier ja meine Favoriten geschickt. Also bin ich total gespannt, ob was übereinstimmt oder ob wir wirklich jeweils unterschiedliche Sachen ausgewählt haben. Hashtag YouTube-Freundin. So ähnlich habe ich das in meinem Brief übrigens auch betitelt. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Ich sende dir hiermit unser lang geplantes Tauschpaket zum Hashtag Alltime Favorites. Es war gar nicht so leicht für mich, einige meiner Lieblingsprodukte zu entscheiden. Es war gar nicht so leicht, mich für einige meiner Lieblingsprodukte zu entscheiden. Ich hoffe, sie gefallen dir. Hab dich lieb, Jenny. Ach, ich hab dich auch so lieb und ich bin so froh, dass wir uns über YouTube kennengelernt haben. Und übrigens wollte ich dir noch sagen, letztes Jahr, als sie Equitana war, das ist ja jetzt bald wieder, haben wir uns übrigens zum ersten Mal getroffen. Also wir haben bald einjähriges persönliches Meet and Greet. Yay! Okay, dann fangen wir mal an. Es ist nummeriert und ich suche jetzt mal die 1 raus. Okay, hier ist die Nummer 1 und sie sieht so aus. Und ich lese jetzt mal vor, was in dem kleinen Zettelchen steht. Hashtag Frühjahrsputz. Kann ich im Fellwechsel nie drauf verzichten? Okay, also es ist wohl auf jeden Fall was zum Putzen. Ah, cool. Ich glaube, es ist was, was ich so ähnlich auch schon benutze, was ich dir allerdings nicht geschickt habe. Und ich bin echt richtig gespannt. Was glaubt ihr, was es ist? Ich glaube, es ist so ein Gummistriegel. Ne, ist es ein Gummistriegel? Es ist ein Plastikstriegel, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau, wie man es nennt. Dieses Runde, wo auch die Zacken sind. Was es auch aus Metall gibt, was dann ein Metallstriegel wäre. Aber es ist auch voll süß mit dem rosa Band, weil ich rosa so gerne mag. Oh, Jenny, du hast es aber gut verpackt. Okay, hier kommt er. Ja, und es ist so ein Striegel. Und ich liebe ihn auch. Ich benutze im Moment sogar tatsächlich so einen ähnlichen, aber mein Großer hat noch nicht so einen. Und ja, da werde ich natürlich gleich morgen mit putzen. Hier steht nämlich übrigens auch mein Frühjahrsputz an, den ich für euch auch filme. Und da kommt es natürlich super gelegen, dass dann diese Bürste jetzt vorhanden ist, weil der Große hat nämlich morgen Frühjahrsputz. Die andere, die ich habe, die eher so ähnlich ist, die war in einem Tauschpaket mit der Lisa. Und da ist ja pink und deswegen ist der in ihrer Putztasche. Und der wandert morgen definitiv in den Putzkasten vom Großen. Und wird natürlich dann auch gleich verwendet, weil der hart jetzt nämlich endlich. Also Jenny, du hast auf jeden Fall mega meinen Geschmack getroffen. So einen habe ich auch nicht für den Großen. Und ich weiß aber, dass er super ist. Und deswegen freue ich mich sehr darüber. Und die Farbe ist auch voll schön. Ich liebe ja so braun-grautöne. Passt auch perfekt zu meinem Hintergrund und zu meinem Logo. Und ja, danke, danke. Okay, und jetzt suche ich mal die 2 für euch raus. Jenny hat das sogar alles durcheinander gelegt, damit ich wirklich suchen muss. Also es kann kurz dauern.
Okay, ich habe sie gefunden. Hier ist Nummer 2. Sie kommt so einem Weihnachtsaufkleber-Schleifchen drauf. Voll süß. Und es ist nochmal extra verpackt. Also schätze ich, es ist irgendwas Flüssiges. Damit es, falls es ausläuft, nicht den anderen Kram damit besudelt. Ich pack's jetzt mal aus. Es ist aber nichts ausgelaufen übrigens. Sehr gut, weil das passiert ja manchmal auch. So sieht es jetzt ohne die Plastikverpackung aus. Und jetzt lese ich mal den Zettel vor, damit ihr auch immer schön glänzt. Ist es ein Spray? Ja, es ist tatsächlich ein Spray. Also schätze ich, es ist ein Glanz- oder Mähen- oder Schweifspray oder so. Schweifspray, Glanz und Kennbarkeit für Fell, Mähne und Schweif. Krass! Jetzt bin ich voll gespannt, weil in meinem Haul, in meinem letzten Video, quasi hiervon, das verlinke ich euch mal oben bei dem i, habe ich ja meinen Schweifspray, mein All-Time-Favorite gekauft. Den habe ich Jenny übrigens nicht geschickt. Und das ist ja Shoshin. Und ich bin wirklich richtig gespannt, wie das hier ist, ob das an Shoshin rankommt, Jenny. Weil es ist ja dein Favorit, also bin ich echt wirklich mega gespannt. Kenny hat ja auch so einen dicken Schweif und ich glaube, du benutzt das für Kenny. Das habe ich schon mal in einem von deinen Videos gesehen und als ich bei dir war. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt und ich werde das in der Praxis testen und gucken, ob dein Favorit vielleicht meinen Favoriten ablöst. Yay, danke, ich liebe sowas. Und vielleicht mache ich da mal ein Vergleichsvideo zu Shoshin versus dieses Schweifspray von Showmaster ist das übrigens. Also von der Crema Eigenmarke. Und da bin ich wirklich gespannt. Wie riecht denn das? Kann man das aufschrauben? Ah ja, man kann es aufschrauben. Also vom Geruch her ist es ziemlich neutral eigentlich. Ich bin wirklich gespannt und werde es auch morgen gleich testen, weil morgen wird Schweif gewaschen und ja, da werde ich es testen. Und es wird definitiv morgen sofort in meine Putztasche wandern, beziehungsweise in mein Spind. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 3. Geil, da steht... Also erstmal sieht es so aus, auch wieder mit so einem Weihnachtsschleifchen, aber in Türkis. Und Nummer 3, und da steht, da du den Loop ja so liebst, der aber langsam zu warm wird. Also für alle, die es nicht wissen, Jenny hat mir zu meinem Geburtstag, der war im Oktober, einen Loop-Schal selber genäht und geschenkt. Den habe ich auch andauernd in meinen Follow Me Arounds an. Also jeder, der, oder beziehungsweise in meinen Weekly Vlogs, jeder, der jetzt über den Winter meine Weekly Vlogs gesehen hat, der wird gesehen haben, dass ich diesen Schal quasi 24/7 immer am Stall getragen habe. Und auch so, wenn ich mit den Hunden draußen war und eigentlich immer, weil er so warm und kuschelig ist. Und ich musste ihn schon ein paar Mal waschen und er ist wirklich quasi im Dauereinsatz bei mir. Und ja, ich habe mich so damals drüber gefreut, als Jenny mir den geschenkt hat und der bedeutet mir total viel, weil er einfach voll schön ist, die Farben sind genau meins und er passt und er ist so warm und dann ziehe ich den immer bis hier oben hin und ja. Also Jenny hat da, glaube ich, auch schon mal ein DIY-Video zu gedreht, wenn ihr also auch Interesse an so einem Loopschal habt. Auf jeden Fall bin ich jetzt wirklich gespannt, was hier drin ist. Aber ich muss ja auch sagen, Jenny hat ja in jedem ihrer Tauschpakete immer was Selbstgemachtes drin und das ist dann wohl dieses Paket hier. Ah, wie süß! Das ist so ein Halstuch. Guckt mal bitte. Auch wieder mit Sternchen und mit Grau. Mein Loopschal, der ist grau mit rosa und dieses mit rosa Sternchen. Und das ist so ein Halstuch. Da hatte sie mir sogar schon von erzählt. Ist das süß. So ein Druckknopf. Mega süß. Das muss ich jetzt mal ummachen. Wie cool. Guckt mal bitte. Mega, mega cool. Aber es ist auch schön warm. Ich finde es super. Und sobald es wärmer wird, heute ist es leider wieder so kalt. Und ich habe die Befürchtung, es bleibt jetzt über Ostern auch so kalt. Aber es passt auch so schön zu meinen Haaren. Werde ich dann immer dieses Halstuch tragen. Das werdet ihr dann auch sehen. Ach, wie schön ist das denn? Mega cool. Danke, Jenny. Es wird genauso in Ehren gehalten werden wie mein Loopschal. Und sobald quasi die Temperaturen jetzt etwas wärmer sind, wirst du dieses Halstuch in meinem Weekly Vlog sehen statt im Loopschal. Oh, danke, Jenny. Ich freue mich so, du weißt, wie sehr ich deine selbstgemachten Sachen liebe. Und oh, der ist so schön. Ich lasse es jetzt auch gleich an, weil ich es so schön finde. Und ich finde auch wirklich, dass es wieder voll zu mir passt. Auch von meiner Haarfarbe und mit dem Grau und dem Türkis. Und oh, danke, danke, danke. Jetzt bin ich gerade schon so verwirrt, dass ich nicht mehr weiß, bei welcher Nummer ich bin, weil ich mich gerade so freue.
Jetzt muss ich einmal nachgucken. Ach so, wir waren bei Nummer 3, also kommt jetzt Nummer 4. Ich dachte echt, wir wären schon bei Nummer 5. Ohne Witz. Okay, hier haben wir Nummer 4. Das ist so ein längliches Paket. Und es ist sehr leicht. Wenn ich Englischreiter wäre, würde ich sagen, es ist ein Stirnriemen. Aber ich bin nicht Englischreiter. Ich brauche ja keine Stirnriemen. Für den Partnerlook. Irgendwas für mein Pferd, schätze ich jetzt. Wegen Partner. Gut, dass ich den Schal angelassen habe, weil ich denke, Partnerlook bezieht sich auf den Schal. Oh mein Gott, Jenny. Guckt mal bitte, es ist so ein Nasenschoner. Oh, wie geil. Und quasi aus genau dem gleichen Stoff. Oh mein Gott. Ich weiß schon, wie mein Thumbnail für dieses Video aussieht. Leute, haltet euch fest. Ich kann es euch jetzt schon sagen, ihr habt es ja schon gesehen, wenn ihr jetzt dieses Video guckt. Ich werde mit dem IA, der bekommt das hier um seinen Halfter und dann werde ich ein schönes Partnerlook-Foto machen. Was sagt ihr dazu? Boah, ich freue mich. Das werde ich dann auch auf Instagram posten. Wie schön ist das bitte? Jetzt mal ohne Scheiß, guckt mal. Oh mein Gott, das ist so schön. Danke, Jenny, du hast so meinen Geschmack getroffen. Ich liebe deine selbstgemachten Sachen. Ich habe es eben schon gesagt. Danke, danke, danke. Ich kann es gar nicht loslassen. Kennt ihr das, wenn Sachen so schön sind, dass man sie nicht loslassen will? So ungefähr ist es gerade hier mit. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Okay, jetzt kommt aber Nummer 5. Oh mein Gott, Jenny, dieses Tauschpaket ist so toll. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen auch und ihr könnt mir unbedingt in die Kommentare schreiben, ob euch die Sachen auch so gut gefallen wie mir. Ich bin quasi schon so ein bisschen am Ausrasten und ja. Okay, hier ist jetzt Nummer 5 und es sieht so aus. So. Für schöne Füße. Ich hoffe mal nicht für meine Füße, weil IA ist mir draufgelatscht. Der sieht gerade nicht so gut aus. Und ich mag menschliche Füße auch nicht so gerne, aber ich gehe mal davon aus, dass es für mein Pferd ist. Weil es ja ein Tauschpaket für das Pferd ist. Und es passt sich auch eher. Oder? Was ist das? Ach so, doch. Es fasst sich auch eher an wie... Es war so weich durch den Becher. Bin ich mal gespannt. Jenny hat das richtig gut eingepackt. Es ist aber trotzdem tatsächlich ein kleines bisschen ausgelaufen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht auf oder so. Es ist, glaube ich, einfach nur etwas rausgedrückt. Und zwar ist es Sommerölgel. Mega cool. Hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und wir beide zusammen hatten mal, ich für mein anderes Tauschpaket an jemanden. Und du, so, den Dupe quasi von Crema Eigenmarke gekauft. Und das ist das aber von Leo Vett, das Original Sommerhufgel. Und das Gute ist, ich habe tatsächlich sowas überhaupt nicht. Ich habe davon, also ich hatte den Dupe ja jetzt in einem anderen Tauschpaket mal verschenkt. Ich selber habe überhaupt kein Sommergel oder ähnliches und bin wirklich gespannt. Ich habe ja wohlweislich, obwohl ich es nicht wusste, dass sowas drin ist, tatsächlich neue Pinsel gekauft bei Löstau. Seht ihr auch in meinem Haul. Total cool und ich habe nur ein einziges Huföl im Moment oder Hufbalsam. Und das Gute ist, jetzt habe ich ein zweites, was ich dann an Offenstall stellen kann für den Großen. Und ich denke mal, das hier wird der Große bekommen. Und der wird sich sicherlich sehr freuen und das wird morgen auch gleich eingeweiht. Voll cool! Da ich ja morgen so ein Frühjahrsputzvideo machen will, passen die meisten Produkte total gut. Und ich bin mega gespannt, wie das auf Dauer ist. Jetzt über den Sommer. Ich werde das kräftigst testen und bin wirklich, wirklich gespannt. Da steht übrigens drauf, für mehr Feuchtigkeit und kräftiges Horn. Das ist ganz gut, weil bei uns im Offenstall ist es im Sommer tatsächlich etwas trocken. Also ich bin mega gespannt. Das Produkt gefällt mir voll gut, weil ich das auch schon ewig mal ausprobieren wollte. Und da es ja ein Favorit von dir ist, musst du ja scheinbar wirklich überzeugt davon sein. Also ziemlich cool. Da werde ich dich nachher, wenn wir telefonieren, mal nachfragen, was du meinst, was sich dadurch verbessert und so. Danke! Okay, jetzt haben wir Nummer 6 und die sieht so aus. So.
Und da steht drauf, die darf in Bills Putztasche nicht fehlen. Also es fasst sich an wie eine Bürste. Und jetzt bin ich mal gespannt, welches quasi deine All-Time-Favorite-Bürste ist. Weil ich habe dir ja auch meine All-Time-Favorite-Bürste geschickt. Also total cool. Und da bin ich wirklich, wirklich mal gespannt, ja, was da dein All-Time-Favorite ist. Ach krass, so eine lange. Das Witzige ist, so eine habe ich nicht. Die ist so eine weichere Wurzelbürste, würde ich es mal nennen, womit man, glaube ich, auch den Staub richtig gut rausbekommt. Und zwar ist die von der Classic Line von Showmaster. Ich bin wirklich gespannt. Sie sieht auf jeden Fall mega edel und hochwertig aus mit diesem Mattschwarz und diesem Goldaufdruck. Und sie fasst sich super an und ich glaube, sie ist richtig cool. Ich werde die dem Ia in die Putztasche tun, weil der auch so einen Fell hat wie Bill. Und ich glaube, es wird richtig cool, um so den Staub rauszumachen. Also ich werde die Bürste auf jeden Fall kräftig testen und freue mich da schon mega drauf. Das ist echt perfekt für meinen Frühjahrsputz. Ich freue mich und ja, werde die morgen auch gleich einweihen, wie alle anderen Produkte. Das ist einfach super, super cool. Okay, nun crasht Katze Mia gerade das Video. Hallo Katze Mia. Sie möchte halt auch mal dabei sein. Und jetzt sind wir bei Paket Nummer 7. Und es sieht so aus. Und da steht drin, okay, ich gebe zu, kein Favorit, aber sie passt perfekt zu dir. Hä? Kein Favorit, aber sie passt perfekt zu mir. Jenny, du hast gesagt, es wären alles nur Favoriten, du kleine Wurst. Sie passt perfekt zu mir. Also muss sie ja irgendwie grau, rosa... geil! Ich habe gar nicht schlecht geraten. Das ist eine Bürste und die ist braunrosa. Und guck mal, was da drauf steht. Ein S! Yeah, Sarah Kate. Wie cool! Und sie ist mega. Sowas habe ich übrigens gar nicht mehr. Ich habe mal meine Putzkiste ausgemistet quasi. Und irgendwie habe ich jetzt echt nur noch 2 oder 3 Bürsten. Und es ist total gut, dass du mir jetzt so viele Bürsten geschickt hast. Also 2. Weil jetzt ist endlich mal wieder, oder beziehungsweise 2 Bürsten und einen so ein Striegel. Jetzt ist das endlich alles mal wieder so ein bisschen aufgefüllt und total cool. Und ohne Scheiß, ich war im Crema und ich habe noch gedacht, kaufst du dir mal so ein bisschen neues Putzzeug? Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Wer weiß, was in dem Tauschpaket ist. Und ich bin total froh. Und ich habe diese Bürsten übrigens beide nicht in Crema gesehen, als ich da war. Total krass. Ich habe nur diese neuen Kollektionen, dieses bunte Krams gesehen. Aber die beiden habe ich definitiv nicht gesehen. Und ich freue mich so mega. Und ich werde dir natürlich sofort berichten, wenn ich die getestet habe. Jetzt zum Paket Nummer 8. Und das sieht so aus. Ich habe schon eine Vermutung. Ohne die geht Bodenarbeit nicht. Und ich glaube, es ist das, was ich euch im letzten Haul erzählt habe. Nämlich, ohne das geht Jenny nicht aus einem Crema raus. Sie hat es mir immer erzählt. Und ich glaube, das hat sie mir jetzt gekauft. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr schon wisst, was ich meine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Weil es ist, wie gesagt... Sie hat mir immer gesagt, sie kauft das immer, wenn sie da ist und sie benutzt es auch andauernd. Und richtig, richtig, richtig witzig. Yay! Und es sind nämlich die Hagebutten. Aber da seht ihr mal, wie gut ich Jenny kenne, dass ich gesagt habe, dass sie das immer kauft und ohne nicht rausgeht. Aber das Gute ist, jetzt habe ich 2 Packungen. Und jetzt lasse ich eine unten am offenen Stall und eine im Spind für Ia. Ich finde es total gut. Dann habe ich für beide Pferde was. Und ja, die gehen ja auch relativ schnell leer, sage ich mal so. Man nimmt ja dann schon ein paar davon. Und für alle, die nicht wissen... was das ist, Hagebutten sind quasi die natürliche Belohnung. Also Jenny benutzt die als Leckerli-Ersatz sozusagen. Jenny füttert nämlich ihren Pferden keine normalen Leckerlis beim Training, sondern immer die getrockneten Hagebutten. Und ich freue mich mega. Und der Große wird sich definitiv auch darüber freuen, weil der Ia bekommt jetzt den angefangenen Sack. Und der Große als älterer Herr bekommt natürlich den neuen Jenny. Und da wird er sich, denke ich, sehr darüber freuen. Und ja, ich freue mich. Und glaube ich, davon kann man nie genug haben, weil du kaufst sie ja andauernd nach im Crema. Also braucht man davon so etwas mehr. Kommen wir zu Paket Nummer 9. Und das ist das hier. Und da ist ein Hundepfötchen drauf, wie ihr sehen könnt. Also scheint das ja was für ein Socki zu sein. Es scheint also ein Favorit von Lotti zu sein, gehe ich von aus. Weil... ja, wenn Lotti da schmeckt, dann wird das ein Söckchen, denke ich, auch schmecken. Weil Lotti ist ja schon so eine richtige Prinzessin und der Socke ist ja eher so ein rustikaler Typ, sage ich mal. Ach, wie süß, Dentastix.
niedlich. Und vor allem das Witzige ist, es ist von 5 bis 10 Kilo, also quasi in Lottis Gewichtsklasse. Und dann wird es dem Socke noch viel mehr schmecken, weil der Socke ist ja quasi eins größer. Aber dann kann er die wegsnacken. Danke, Lotti. Socki wird sich sehr, sehr, sehr dolle freuen. Der liebt nämlich Dentasticks auch. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich unglaublich über die Sachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir ein Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und schaut unbedingt auf Jennys Kanal vorbei. Das Video verlinke ich euch nochmal hier in der Endcard. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!